Mein Körbchen habe ich wieder dabei. Und was heißt das? Wir fahren eine Runde Fahrrad. Richtig. Ich habe mir überlegt, wir machen mal so eine kleine Tour rundum. Wir haben jetzt heute den 22. August. So langsam schenkt uns die Natur noch so ein paar Sachen. Die werden wir uns mal angucken. Mal gucken, was wir noch so finden. Ich tippe mal auf Hagebutten, Schlehen. Gut, das dauert noch ein bisschen. Holunderbeeren und noch so ein paar Kleinigkeiten. Wir fahren mal los, wir gucken mal. Wieder erstaunlich, man fährt nur kurz vor die Tür und findet Obst. Hier stehen Mirabellen. Bin mal gespannt, was es noch so alles gibt. Fahren wir mal weiter ein Stückchen, ne? Ich sage Ihnen, berghoch mit Gegenwind ist total spannend. Tja, dieses Jahr scheint das nicht wirklich viel zu geben. Hier mein Hagebuttensträuchlein vom letzten Jahr. So viel hat er dieses Jahr wirklich nicht dran. Tja, und auch die Schlehen da hinten, die sehen auch nicht gerade aus, als wenn die dieses Jahr großartig was tragen. Wir werden mal gucken, was wir noch finden. Alles voll. Man muss ja auch irgendwann mal eine Pause machen, ne? Und was gibt es da Schöneres, als irgendwo einfach mal anzuhalten? Wie hier Brombeeren. Ich hatte hier gerade ganz schöne. Einfach anhalten und mal essen. Ist doch total schön. Nur ein bisschen sauer. Aber egal. Man hat was zu essen. Wir fahren jetzt weiter. Gucken, was wir noch so Schönes finden. Ein paar Birnbäume haben wir zwischendurch noch gesehen, Apfelbäume. Da hängt ordentlich was dran. Das Problem ist, die hängen da oben, da kommt man nicht ran. Aber ich habe ja meine Brombeeren. Also, weiter geht's.
haben wir noch mal Glück gehabt mit dem Wetter, was? Ah, ist das schön. Könnte mich dran gewöhnen. So, meine Wenigkeit fährt jetzt aber nach Hause. Bauch habe ich mir ja ein bisschen vollgeschlagen. Ne? Ich habe ja Mirabellen, Brombeeren. Tja, und was sagt uns das Ganze? Eigentlich müssten wir nur mal mit offenen Augen durch die Gegend fahren, um mal zu sehen, was die Natur uns gibt oder geben möchte. Viel zu viel davon sollten wir lieber nicht ernten, nur das, was wir brauchen. Der Rest bleibt dann bitte für die Tiere. Ihnen noch eine schöne Woche. Ich fahre jetzt nach Hause. Mal gucken, was da so Schönes gibt. Wahrscheinlich wieder den Garten, nicht? Da sehen wir uns übrigens Sonntag zum nächsten Video. Bis dahin.